Zuerst mal, dass ich, also ich werde versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Teilweise wird das einfach sein, weil ich einen Text benutze, der übersetzt worden ist. Also teilweise werde ich das machen, teilweise werde ich selber so sprechen. Und Sie werden bemerken, dass mein Deutsch nicht so gut ist, aber ich hoffe, dass es doch verständlich genug ist, um mitzubekommen, was ich sagen möchte. Zweitens ist es auch so, dass ich die Lage der Universität in Deutschland nicht sehr genau kenne, aber dass ich vermute, dass sie nicht so sehr verschieden ist oder verschieden ist von dem, was wir in anderen Ländern auch in Europa sehen. Und dann drittens, es gibt also heute Abend eine Podiumdiskussion, die über diese Frage der Exzellenz auch geht, die Frage der Exzellenz der Universität auch geht. Ich gehe davon aus, dass Sie eigentlich schön wissen, was das heißt, eine Universität, die gekennzeichnet ist von einer Obsession mit Exzellenz und mit Qualität. Und das bildet also den Hintergrund von dem, was ich sagen möchte. Vielleicht auch noch als Vorbemerkung, ich werde über die Universität als Form und nicht als Prinzip sprechen. Also ich vermute, dass Plinio Prado heute Nachmittag über die Universität als Prinzip sprechen wird, Universität als Form. Das heißt, dass die Universität immer zusammengeht mit einem bestimmten Verständnis oder Erfahrung von Zeit, Raum und Materie, dass man dass mit dieser Form ein besonderes Ethos verbunden ist, eine besondere Aktivität und auch, dass diese Form zusammengeht mit bestimmten Einwohnern. Ich habe leider nicht die Zeit, um das wirklich auszuführen, aber man könnte, wenn Sie das, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, man könnte einen Unterschied machen zwischen der modernen historischen Universität. Ist es nicht sichtbar? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich werde gleich mit diesem aufhören und auf den Text kommen. Also man kann einen Unterschied machen zwischen der modernen historischen Universität und der unternehmerischen Universität. Man kann das verbinden mit einer bestimmten Erfahrung von Zeit, die bezogen ist auf bestimmte Fragen, mit einer bestimmten Erfahrung von Raum, von Materie, von Ethos. Das ist, was ich hier versucht habe. Und vielleicht können wir auf dieses Schema in die Diskussion zurückkommen. Das ist ein bisschen den Hintergrund, aber wenn ich das wirklich ausführen möchte, dann kann ich nichts anderes mehr machen, als das ausführen. Und das möchte ich lieber jetzt in diesem Kontext nicht und wegen der Frage nicht tun. Aber ich würde also die dritte universitäre Form als Ausgangspunkt nehmen, also was wir die Weltuniversität genannt haben. Okay, das als Hintergrund. Also wir sind kein Humankapital. Dieser Slogan der studentischen Protests ist eine ungewöhnliche politische Äußerung. Sie zeigt einen Augenblick kollektiver Deidentifizierung an. Diese Deidentifizierung ist zugleich auch eine Affirmation. Wir sind Studierende. Vielleicht fallen nur in dem Augenblick, in dem die Studierenden erklären, dass sie kein Humankapital sind, die unternehmerischen Hochschullehrer und die unternehmerische Universität ihrem eigenen Krieg um Exzellenz zum Opfer. Das Schlachtfeld des Humankapitals überblickend, bemerken sie, dass es dort keine Studierende mehr gibt. Menschen, die studieren wollen, das heißt, die sich jenseits jeglicher Investitionslogik oder Profitabilitätsüberlegungen exponieren wollen. Dieser Augenblick ist auch, was uns, weil ich spreche auch im Namen meiner Kollegen Martin Simons, dieser Augenblick ist auch, was uns veranlasst hat, über die Institution nachzudenken, die wir Universität nennen, sowie darüber, was es bedeuten könnte, Professor oder Studierende zu sein. Also was ich anbieten möchte, ist eine Übung im Denken,
die sich darum bemüht, die spezifische Form der Universität herauszudistillieren und ihr eine Stimme in den globalen, europäischen und nationalen Kriegen um Exzellenz zu verleihen. Nicht nur, um zu sagen, dass dieser Krieg absurd ist, um die permanente Mobilisierung menschlicher und anderer Ressourcen in Frage zu stellen und um die Aufmerksamkeit auf die Opfer der akademischen Kämpfe zu lenken. Diese Übung erzählt auch noch etwas anderes. Die Universität hat eine eigentümliche Form. Die Besonderheit der Universität liegt nicht in der Tatsache begründet, dass sie drei Funktionen kombiniert, also Forschung, Lehre, Dienst an der Öffentlichkeit, sondern sie liegt in ihrer spezifischen pädagogischen Form begründet. Eine Form sui generis, die an sich zugleich Forschung, Bildung und Weltverfertigung, also Mondialisation, umfasst. Es ist eine öffentliche Form. Das heißt, ein raumzeitliches Dispositiv, die Materie in öffentliche Materie umwandelt und ein Publikum von Studierenden und Professoren versammelt. Das heißt, Lernenden und Hochschullehrern in öffentliche Figuren verwandelt. Diese Form schließt also eine besondere Erfahrung der Zeit, des Raums und der Materie mit ein und impliziert ein besonderes Ethos. Und die paradigmatische, nicht die exklusive Figur dieser spezifisch pädagogischen Form ist die öffentliche Vorlesung. Und ich werde das dann versuchen auszuführen. Es ist natürlich verführerisch, während dieses Versuch über die Exzellenz hinauszugehen, zurückzublicken und sich auf die klassische oder moderne Universität zu berufen, um sie der gegenwärtigen Deformation gegenüberzustellen. Allerdings lese ich die lange Geschichte der Universität in großen Teilen als eine Geschichte der Zähmung oder Neutralisierung der öffentlichen Form der Universität, also zum Beispiel in der Kulturkämpfe im Namen der Vernunft oder heute im Krieg um Exzellenz im Namen der Innovation. Es ist aber nicht möglich, jetzt die Geschichte oder diese Geschichte der Neutralisierung und Zähmung zu erzählen. Überdies würde es den Rahmen meines Beitrags sprengen, die geografischen und kulturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Universitätsmodellen und Systemen im Einzelnen in Betracht zu ziehen. Also, was ich vorhabe, ist zuerst eine Skizze von einigen wichtigen Bewegungen von De-Identifizierung, die als Vorläufer der heutigen De-Identifizierungsbewegung, also wir sind kein Humankapital, betrachtet werden können. Mein Anliegen hierbei ist nicht das eines Historikers, aber es ist hilfreich, einige der wichtigsten Bewegungen in Erinnerung zu bringen, die Dimensionen der öffentlichen pädagogischen Form Universität zum Ausdruck bringen, um dann in einem zweiten Schritt diese öffentliche pädagogische Form zu artikulieren. Also zuerst die Bewegungen und Erfindungen. Und die erste Bewegung ist die der Profanierung des Buches. Man hat die Universitäten als das wichtigste Erbe bezeichnet, das uns vom Mittelalter hinterlassen würde. Ihr Ursprung liegt in einer bestimmten Versammlung von Menschen, die eine besondere pädagogische Form, also eine besondere Art des Studiums und der Lehre einschloss und eine besondere Art zu leben ermöglichte, die von den unmittelbaren Anforderungen der ökonomischen und sozialen Welt und von der Ordnung der Domschulen und Klöster losgelöst war, aus denen sie entstanden sind. Das Modell dieser Versammlung war nicht die pythagoreische Gemeinschaft, die Platos Akademie inspiriert hatte, sondern die mittelalterliche Assoziation, die man Universitas nannte. Dieser Ausdruck würde zur Bezeichnung aller möglichen Arten von Assoziationen gebraucht und müsste deshalb präzisiert werden als Universitas Magistrorum et Scholarium oder Universitas Studi. Entscheidend ist hierbei, dass es keine Vereinigung von Meistern und Schülern, sondern von Magister und Studierenden war. Also die erste Bewegung
kann also zusammengefasst werden in der Erklärung: Wir sind keine Schüler, keine Gesellen, keine Lehrlinge, sondern Studierende. Universitas studi. Diese Erklärung bedeutet also eine De-Identifikation mit Praktiken der Initiation oder Vorbereitung, um Teil einer bestimmten sozialen, kulturellen, religiösen oder Berufsgruppe zu werden. Affirmiert wird hingegen, dass die Zeit des Studiums eine freie Zeit ist, also Schule. Das heißt, Zeit, die frei von sozialen, religiösen oder ökonomischen Sorgen ist und frei, sich auf den Text einzulassen. Die Universität war also eine neue Form der Schule, des öffentlichen Studiums außerhalb der Abgeschiedenheit der Klosterzelle, und ihre Bewohner waren Magister und Studierenden, für die die Suche nach Wahrheit und Wissen keine private Berufung, sondern eine öffentliche Aktivität war. Und ihr Herzstück, also von dieser Herausfindung, Erfindung, war eine bestimmte Form des öffentlichen Kollegs. Also Kollegs, man hat mir gesagt, dass das eigentlich auf Deutsch nicht mehr so verwendet wird, aber auf Niederländisch sagt man auch, man gibt, also was man auf Deutsch sagt, Vorlesung geben, sagt man auf Niederländisch College geben. Und das hat auch, denke ich, noch diese, kann auf Deutsch auch noch auf diese Bedeutung haben. Also, was das Herzstück war, eine bestimmte Form des öffentlichen Kollegs, die an die Geburt des Buchs als Text gebunden war. Buch als Text, der nicht mehr als Symbol der kosmischen und göttlichen Realität galt, sondern als Materialisierung von Gedanken. Also eine der wichtigsten Erfindungen, an der Basis der mittelalterlichen Universität liegt, ist in der Tat der geschriebene Text als optisches Objekt. Also ein Text, der nicht nur hörbar, sondern lesbar ist und dadurch dem öffentlichen Studium zugänglich ist und überhaupt erst ermöglicht. Also die Erfindung des lesbaren Textes sorgt dafür, dass Worte von einem bestimmten Gebrauch durch eine bestimmte Gruppe losgelöst werden und nicht mehr heilig sind. Der Buch als Text verlangte nach Interpretation und Kommentar. Die öffentliche Vorlesung war ein Kollegium, das heißt eine gemeinsame Lektüre und die Versammlung einer denkenden Öffentlichkeit um einen gemeinsamen Text. Das verfügbare Buch als Text beinhaltet also eine Profanierung, das heißt die Zugänglichkeit für den öffentlichen Gebrauch. Und obwohl sie anfangs nicht an die Curiositas der Renaissance und die rationale Kritik der Aufklärung gebunden war, verlangte dieses öffentliche Studium keinen Gehorsam, sondern eine kritisch interpretierende Herangehensweise, die mit einer Amor Veritatis und Amor Scendi verbunden war. Es brachte für keinen Beruf einen unmittelbaren Nutzen, führte aber zu dem Recht, öffentlich an allen europäischen Universitäten College, also Vorlesungen, abzuhalten. Ich kann die Einzelheiten dieser mittelalterlichen Erfindung nicht vertiefen und zweifellos würde sie von Anfang an von allen möglichen Strategien begleitet, ihre öffentliche Form zu bändigen und würde sie an ein dauerhaftes Leben nach einer göttlichen Ordnung und seinem moralischen Gesetz gebunden. Die Versuche, diesen Akt der Profanierung zu neutralisieren und die vermeintlichen religiösen, sozialen und politischen Gefahren geschriebenen, also lesbarer Texte einzudämmen, sind offensichtlich zahllos. Aber die Bewegung war entscheidend für die Erfindung einer öffentlichen pädagogischen Form. Zweite Bewegung, die Profanierung der Vernunft. Diese zweite Bewegung ist Ausdruck des Versuchs, eine öffentlich pädagogische Form jenseits des Nationalstaats und seiner bürgerlichen und juristischen Einhegung aller menschlichen Angelegenheiten zu erfinden. Sie lässt sich auf den Punkt bringen in der Formulierung: Wir sind keine Beamten, keine Geschäftsträger der Kirche, keine angestellten Lehrer, sondern Gelehrte. Worum es diese Bewegung geht, ist die De-Identifikation mit dem
Pascal, bekannterweise, der Privatgebrauch der Vernunft